Ich meine, das ist ja schon ein ganzes Stück, ne? Von da bis da hinten. Und nimm mal diesen Weg jetzt, um neues Dynamit zu holen. Das ist auch furchtbar. Also da hätten die sich echt... Oder brauche ich den Drachen? Aber nee, das kann ja auch nicht sein. Ist denn hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Okay, das ist jetzt eine kleine Kopfnuss. Tick-tack, tick-tack. Das ist wieder die Höhle. Ah, das ist so nervig. Nur um es dann hinterher wieder nicht zu schaffen. Ich sehe es doch schon. Kommen. Okay, das ist doch jetzt wirklich mal eine Herausforderung. Okay, ich habe jetzt noch eine Idee. Die würde aber voll lange dauern. Wenn man jetzt hier verschiedene... Also hier ein Dynamit hinlegt und da ein Dynamit hinlegt und dann noch eins holt und dann bum bum bum. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich leg's mal hin. Es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Ich muss leider hin und her rennen. Ich probiere es mal aus, hier vorne. Ah, immer diesen Umweg hier. Vor allem klettert man so langsam die Seile und so hoch. Ach, man kann Leitern hochspringen, das ist ja ein Traum. Ich probiere es mal aus, indem ich hier jetzt einfach ein Dynamit nehme. Denn jetzt meine Kerze. Ach, das gibt's ja nicht. Ah ja, natürlich. Jetzt muss ich natürlich irgendwo ganz anders hinrennen. So. Einfach jetzt, um zu gucken, ob es explodieren würde, wenn es in der Nähe liegt. Also Dynamit, was da rumliegt. Oh, wenn das so wäre, dann wäre das ja furchtbar langweilig, jetzt hier zehnmal hin und her zu rennen und das scheiß Dynamit zu holen. Leg hin. Okay, es sah aber ganz danach aus, weil das Dynamit existiert nicht mehr. Und wurde auch, glaube ich, nicht irgendwo hingebackt. Heißt für uns... Wir müssen noch zweimal hin und her rennen. Yay. Denn hier müssen wir uns Dynamit nehmen. Und damit es nicht zu furchtbar ist, nehme ich jetzt mal die Wissenschaftlerin und mache den Weg schon mal gleich. Ah, gefühlt ist er dann nämlich kürzer, als dann wieder zurückzurennen. Und das kann man ja in Let's Play, das kann man in Let's Play hier gar nicht anbieten, diese Laufwege. Vielleicht schneide ich die raus. Nee, weiß ich nicht. Glaubt nicht, dass ich das mache. So, und dann rennen wir wieder zurück. Schade, dass man nicht auch zwei Charakter gleichzeitig steuern kann. Das wäre auch nett. So. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine Spannung. So, das bringen wir jetzt nach links, sodass der Ritter sich das gleich abholen kann.
Und der Ritter, der kommt nämlich jetzt auch. So, und in der Hoffnung, dass das jetzt passt mit dem Dynamit, weil sonst wüsste ich nicht, warum hier Dynamit rumliegen sollte. Also, ne? Muss ja schon einen Grund haben. Erp. Erpiderp. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Ich kann leider auch nicht zwei Sachen gleichzeitig tragen. Das wäre natürlich noch besser. Aber nö. Spiel sagt nein. So. Hier ist das erste explodiert. Das heißt, ich lege mal eins ungefähr hier hin. Dann lege ich eins ungefähr hier hin. Nee. Eigentlich hier auf diese... auf diese Stufe hier. In der Hoffnung, dass das reicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Ah, doch, das sollte doch reichen, ne? Ah, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Den einen muss ich jetzt noch holen. Und damit gehen wir dann hin und sterben zwar dabei, aber wir leben ja auch danach wieder. Wie im echten Leben. So. Also anzünden und losrennen. Und das explodiert dann hier. Nein! Ah, nein! Kann ich die eigentlich auch werfen? Nein, kann ich nicht. Ich kann sie nur ablegen. Die können doch jetzt nicht von mir erwarten, dass ich hier 10.000 Mal hin und her renne und Dynamit hole, oder? Also wenn es da explodiert, müsste das nächste dann hier liegen. Müsste das nächste dann hier liegen. Dann da eins. Also müsste ich noch zwei holen. Ja. Ist denn hier nicht irgendwo in der Nähe noch Dynamit? Okay, nach oben komme ich auch nicht mehr. Ach, was für ein Traum. Das nenne ich Spieldesign. Der höchsten Kunst. Nee, ernsthaft, das finde ich jetzt scheiße. Also, klar, dass man hier ab und zu mal hin und her laufen muss. Aber so krass... finde ich es dann schon ein bisschen dämlich. Vor allem, es ist ja nicht mal eben ein kurzer Weg. Es ist ja wirklich extrem lang. Und dann hier immer dieser Umweg. Klar, also man kann das Spiel sogar zu zweit spielen. Allerdings habe ich nämlich da gesehen, dass dann kein Splitscreen ist, sondern dann einfach eine Figur, der ja, die Kamera folgt und die andere Figur muss dann in... Hilfe. Muss dann in diesem Radius sein. Wenn die Figur dann nicht in dem Radius ist, sieht man sie eben nicht. Und ich mir dann auch so dachte, wieso das denn? Voll scheiße. So. In der Zeit wäre es natürlich jetzt cool, wenn der Ritter schon mal das Dynamit dann holen würde, damit ich hier nicht immer den falschen Ausgang nehmen muss. Boah, das hätten sie auch mal eine Etage tief höher legen können. Dass ich hier nicht immer... Naja, was soll man tun? Aus Prinzip gehe ich jetzt auch einfach mal nach oben. Um mal hier zu gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Aber das sieht nicht so aus, nee. Das ist die Wissenschaftlerin der Ritter. Ist ja auch lustig. So. Nein! Aber zum Glück... Ach ja, aber nach ganz oben natürlich. So, runter bitte. Puh, ich dachte jetzt gerade schon. So, ablegen. Und Ritter der Tafelrunde. Ritter der Tafelrunde. Wie aufnehmen. Ja, aufnehmen schreibt man mit E ab jetzt. Aufnehmen.
Das E ist das neue A. Das ist jetzt so, ne? So, es ist 22 Uhr. Ich muss jetzt gleich aufhören. Das war jetzt aber auch knapp. Ich kann es ja nicht anbieten, sowas hier. So, das legen wir dann hier hin. Und wenn das jetzt nicht passt, ne? Wenn das jetzt nicht passen sollte, dann höre ich sowieso auf, dann speichere ich nämlich hier mal ab. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann gucke ich mir entweder eine Hilfe an, beziehungsweise versuche es erstmal, noch mehr Dynamit zu holen. Und das da hinzulegen. Aber das werde ich dann ohne Aufnehmen zu machen. Denn, da habe ich keine Lust drauf, dass ich euch da jetzt noch langweile, indem ich jetzt nochmal fünfmal hin und her renne. Und, Dynamit holen muss. Will auch keiner sehen. So. Gut. Das hat nicht funktioniert. Scheiße. The quicker you pull that sword, the quicker the wedding can begin. Maybe jiggle it a little before pulling. Maybe jiggle it a little before pulling. Jiggle it a little, little. Kann ich gar nicht aussprechen. Jiggle it a little. Maybe jiggle it a little Jaha. Before pulling. Ist das jetzt ein Tipp? Schüttel, Dynamit. Das wäre jetzt das Einzige, was mir in den Sinn kommt. Gut, Leute, dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Ihr seht dann im nächsten Part, ob ich das so gemacht habe. Aha, okay. Ich wollte jetzt nur gucken, ob das auch wirklich so speichert und ich nicht irgendwie dann irgendwo mittendrin anfangen muss. Okay, also, ich werde dann auf jeden Fall das mal ausprobieren mit mehr Dynamit und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo ich das dann hoffentlich auch so geschafft habe. Bis dahin sehen wir uns. Tschüss!